Moin Leute, was geht? In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man ganz einfach, ganz schnell alle Pferde aus den Ställen klauen kann, denn das ist wirklich simpel und das sollte wirklich jeder hinbekommen. Aber bevor das Video jetzt startet, will ich nochmal auf meine PSN-Community aufmerksam machen. Den Namen seht ihr wie immer unten eingeblendet. Wenn ihr Spaß am Spiel habt, könnt ihr da gerne eintreten. Ansonsten würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo sehr freuen, aber fangen wir gleich mit dem Video an. Was ihr braucht, ist ganz einfach einen Stall, logischerweise, und zum anderen eine Kutsche bzw. einen Karren. An dieser Stelle will ich aber auch nochmal kurz anmerken, dass dieser Trick nur in der Story möglich ist, denn im Online-Modus geht das leider nicht. Ansonsten würde wahrscheinlich jeder mit den, keine Ahnung, Araber, Foxtrotter oder sonstigen Pferden hin und her reiten. Aber das ist ja nicht der Fall. Also wie gesagt, dieser Trick geht nur in der Story. Und das ist auch wirklich gut so, finde ich persönlich. Aber mit der Kutsche müsst ihr einfach in den Stall reinfahren und dann einfach zielen und schießen. Zielen ganz einfach, indem ihr L2 drückt und dann die R2-Taste drückt, um zu feuern. Damit packt ihr die Waffe raus und könnt dann erstmal Rambazamba machen. Erstmal ein bisschen rumschießen, damit ihr auch ein Fahndungslevel bekommt, beziehungsweise erstmal gesucht werdet. Am besten irgendjemanden umlegen, damit ihr Mord bekommt. Und wenn ihr jetzt zwei, drei Leute habt, die die Behörden alarmieren, rennt ihr zum Stall hin, beziehungsweise zu dem Pferd, was ihr haben wollt, klettert in die Box und füttert dieses Pferd. Das ist ganz wichtig. Entweder Heu, eine Möhre oder irgendwie Pferdenahrung. Das ist ganz egal. Hauptsache ihr füttert das Pferd. Kann zwar einen Augenblick dauern, bis das klappt, aber das sollte wirklich jeder hinbekommen. Denn wenn ihr das Pferd füttert, baut ihr sofort eine Verbundenheitsstufe auf. Und das ist ganz wichtig. Denn das nächste, was ihr machen müsst, aus dem Stall verschwinden. Am besten nehmt ihr das Pferd und lasst die Kutsche einfach stehen. Springt aufs Pferd und reitet einfach weg. Am besten aus den ganzen Suchradius raus, damit das auch wirklich schnell klappt. Denn wenn euch jetzt die ganzen Beamten sehen, werden diese euch natürlich als Feinde angezeigt und schießen auch auf euch. Das heißt, ihr nehmt Schaden und könnt auch sterben. Das heißt, dass das dann im Endeffekt für lau war. Von daher, wie gesagt, am besten aus dem Suchradius rausreiten und wieder reinreiten, sobald ihr das Fahndungslevel los seid, und dann einfach das Pferd herpfeifen. Da seht ihr schon, der Araber ist aus dem Stall rausgekommen und gehört schon so gut wie euch. Am besten packt ihr noch euren Sattel drauf, wenn jetzt das Pferd, was ihr geklaut habt, besser ist als das, was ihr vorher hattet. Ansonsten könnt ihr den Araber auch nehmen und einfach in den Stall packen und diesen somit personalisieren. Der Araber ist nur ein Beispiel, das klappt wirklich mit allen Pferden. Und auch wirklich in jedem Stall. Hauptsache, ihr bekommt ein Fahndungslevel. Das ist die Hauptsache. Ansonsten klappt das wirklich in jedem Stall. Hier zeige ich das nochmal mit dem Stall in Blackwater. Hier knalle ich auch erstmal die Typen ab und mache dort genau dasselbe. Sobald ich gesucht werde, springe ich von der Kutsche runter. Such mir hier den Foxtrotter raus, gehe auch dort wieder in die Box rein, fütter diesen und mach mich dann vom Acker, so dass ich diesen dann gleich wieder herpfeifen kann, wenn ich nicht mehr gesucht werde. Und das ist wirklich einfach, jeder bekommt das hin, jeder kann sich sein Pferd klauen, denn es ist ja so, viele haben nicht wirklich das Geld, um sich jetzt die Pferde alle zu kaufen, und da ihr sowieso ein Gesetzloser seid, sollt ihr euch auch so verhalten. Und was machen Gesetzlose? Die klauen die Dinge, die sie haben wollen. Und das gleiche macht ihr auch einfach hier mit den Pferden. Und von daher ist das auch wirklich kein Problem. Und wie gesagt, jeder kriegt das hin. Ihr habt's gesehen, es ist wirklich kinderleicht, die Pferde aus dem Stall zu klauen. Und wenn ihr jetzt nicht genug Kohle habt, um euch die Pferde legal zu kaufen, dann klaut sie einfach, denn es ist wie gesagt kinderleicht. Das bekommt jetzt jeder hin und ich hoffe einfach, dass ich euch mit diesem kleinen Tipp bzw. Trick helfen konnte, euer Geld zu sparen. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und ciao.